Slater, Telefon. Hallo? Hallo? Du wirst dafür bezahlen, was du getan hast. Ich war im Gefängnis. Bin gratis raus. Ich war 20 Jahre drin. Wofür? Wenn du hier reinkommst, verdammt, dann schwöre ich bei Gott. Wir gehen hier nicht weg! Wir gehen hier nicht weg! Ein Unfall? Ändert Ihre Freilassung etwas an Ihrem Kontaktverbot? Sie müssen mir jetzt keinen Vortrag halten. Ich suche Katie. Sie ist meine kleine Schwester. Ich habe sie großgezogen. Wenn Sie mir nächstes Mal was sagen wollen, was ich schon weiß, dann nicht am anderen Ende der Stadt, okay? John, da draußen steht eine Frau. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie sind Anwalt? Was hätte Catherine davon, Miss Slater jetzt zu treffen? Ich frage mich andauernd, wie sie jetzt aussieht. Was aus ihr geworden ist. Ihr Leben beginnt hier. Jetzt. Nicht vor 20 Jahren. Sie hat ihre Zeit abgesessen. Sie hat jemanden kaltblütig umgebracht. Wäre einer deiner schwarzen Söhne in die Fänge der Justiz geraten, wäre er jetzt tot. Sie lebt so, als wäre es nie passiert. Jetzt sag du mir, ob das fair ist. Bin ich überall nur die aus dem Knast? Nein, Sie sind überall ein Cop-Killer. Okay, Ruth, gut. Hör auf, das alles zu sagen, gut. Ist es nicht... Es geht mir gut! Sie nicht so, als würde ich nicht existieren. Erzählen Sie ihr von mir! Tun Sie nicht so, als ginge es um Sie! Ich habe Sie beschützt, so war's! Sie sind kein Opfer! Ich gebe niemals auf. Nicht, wenn es um Katie geht.